Schon beim Händewaschen kann man Energie sparen, indem man das Wasser nicht einfach laufen lässt. An solch einfachen und doch effektiven Beispielen haben die Kinder Energiesparen gelernt und wurden zu kleinen Energieberatern ausgebildet. Mit Erfolg. Wenn dieses Solarmessgerät sich bewegt, dann, oh, wir müssen schauen, das Licht brennt noch, schnell ausmachen. Oder der CD-Player ist noch an der Steckdose, lieber ausstecken. Das Lernmodul wurde zusammen mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt entwickelt. Nun wissen die kleinen Energieberater genau, was zu tun ist. Damit man das Radio ausmachen muss, damit nicht der Strom zu oft an ist. Dass man immer den Fernseher ausmachen muss, sonst läuft der Strom. Da haben wir dann gesehen, damit der CD-Player an war und den haben wir dann ausgemacht. Klimaschutz wird in katholischen Kindergärten nicht erst seit dem Wettbewerb großgeschrieben. Die Bewahrung der Schöpfung, das heißt der gute Umgang mit den uns anvertrauten Lebensgrundlagen, gehört zu unserem katholischen Profil. Fast 40 Kindergärten haben in ganz Bayern an dem Wettbewerb teilgenommen. In jedem Regierungsbezirk wurde ein Kindergarten mit 1.000 Euro belohnt. In Oberbayern ist es der Kindergarten St. Augustin. Ich habe den Eindruck bekommen, dass das hier sehr stimmig hineingepasst hat und dass es mit großer Überzeugung gemacht worden ist. Und die Kinder haben also auch sofort viele Beispiele schildern können, was sie jetzt daraus gelernt haben. Und genauso soll es ja auch sein. Energiesparen fängt klein an. Der Wettbewerb ist zu Ende. Das Thema bleibt.